Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr es hört, ich bin schon wieder erkältet. Ich habe das Gefühl, ich werde dieses Jahr einfach nicht mehr gesund. Ich bin irgendwie nicht so richtig todsterbenskrank, aber auch nicht so richtig fit. Und irgendwie bin ich maximal genervt davon. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich in der Regel immer kurz vor Quartalswechsel ein Video hochlade, in dem ich euch die Bücher vorstelle, die im darauffolgenden Quartal erscheinen werden. Das hat aber irgendwie so ein bisschen Überhand genommen und deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab Januar einfach jeden Monat ein Video hochladen werde und euch die Bücher präsentiere, welche im darauffolgenden Monat erscheinen werden. Ich bin ja so ein kleiner Monk, ich bin so ein kleiner zwanghafter Mensch. Ich muss das jetzt einfach im Januar starten. Okay, meine Stimme verabschiedet sich gerade. Ich hoffe, dass meine Stimme das bis zum Ende durchmacht. Finger crossed. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch einfach nur sagen, dass ich das jetzt monatlich machen werde und dass ich das im Januar starten werde, damit mein innerer Zwang befriedigt ist, dass das einfach im neuen Jahr neu gemacht wird. Fangen wir jetzt einfach an mit dem ersten Buch. Das erscheint am 11.01. und heißt Like Shadows We Hide. Das ist der vierte Band der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, der Reihe von Isla Date. Da hieß ja der erste Like Snow We Fall, dann kam Like Fire We Burn. Aktuell lese ich gerade Like Ice We Break, bin da auch ungefähr so in der Hälfte vom Buch. Und im Januar kommt schon direkt der vierte Band, der dritte ist auch erst vor ein paar Wochen erschienen, vor 3-4 Wochen oder so. Von daher folgt da relativ zügig die Fortsetzung, was an und für sich ja auch echt cool ist. Wenn man in einem Setting und in einem Buch drin ist, will man ja schnellstmöglich weiterlesen. Bei anderen Büchern, wie zum Beispiel Crescent City, ohne das jetzt zu vergleichen, aber bei anderen Büchern ist es dann so, dass die Fortsetzung noch nicht mal geschrieben ist, geschweige denn übersetzt ist, geschweige denn man irgendwie erwarten kann, dass innerhalb des nächsten Jahres was Neues erscheint, dann ist das hier natürlich schon besser. Aber ich werde jetzt gar nicht lang drum herum sabbeln. Ich lese euch jetzt den Klappentext zu Band 4 vor. Schon ihr Leben lang fühlte sich Harper in dem luxuriösen Anwesen ihrer Eltern wie in einem goldenen Käfig. Zu deren Verbitterung hat sie als Eiskunstläuferin an der renommierten Ice Skate in Aspen nur mittelmäßigen Erfolg. Als Harper dem attraktiven Olympiasieger Everett begegnet, schöpft sie zum ersten Mal Hoffnung, dass jemand endlich erkennt, wer sie wirklich ist. Doch diese Hoffnung vergeht so schnell wie eine Schneeflocke, als sich herausstellt, dass Everett ihr neuer Trainer ist. Eine Beziehung zwischen den beiden ist damit streng verboten. Harper spürt, dass Everett sich immer mehr vor ihr verschließt, um ihrer beider Karrieren nicht aufs Spiel zu setzen. Auch sie versucht, die Distanz zu wahren, obwohl alles, wonach sie sich sehnt, seine Nähe ist. Doch Harper ahnt nicht, dass Everett noch weitaus dunklere Gründe hat, sich von ihr fernzuhalten. Ebenfalls am 11.01. erscheint bei Löwe Intens der zweite Band der Script of Love-Reihe. Ich habe tatsächlich den ersten noch nicht gelesen, aber der steht schon etwas länger auf meiner Wunschliste. Von daher werde ich vermutlich im neuen Jahr versuchen, beide Bände zu lesen. Die Reihe dreht sich so ein bisschen um das Thema Hollywood, Glamour und Schauspielerei. Und seit ich Catching Up with the Carters gelesen habe, finde ich das Thema eigentlich richtig, richtig spannend und hoffe, dass es bei mir nicht so schnell ausgelutscht ist wie das Rockstar-Thema. Das kann ich tatsächlich bis heute immer noch nicht lesen oder lese es aktuell tatsächlich immer noch nicht gerne. Aber hier geht es, wie gesagt, um die Schauspielerei, um Hollywood und um Sophia Sartori. Da heißt es im Klappentext nämlich, Sophia Sartori ist gescheitert. Obwohl es schon immer ihr Traum war, Schauspielerin zu werden, zwingt sie ein folgenschwerer Zwischenfall in Hollywood dazu, die Traumfabrik zu verlassen. Jetzt, 5 Jahre später, hält sie sich in ihrer Heimatstadt Venedig mit einem Job in einem touristischen Theater über Wasser. Fest entschlossen, nie mehr zum Kino zurückzukehren. Dieser Entschluss gerät ins Wanken, als Regisseur Roger Sheffield sie wie aus dem Nichts für die Hauptrolle in seinem neuen Projekt will. Kann Sophia vergessen, was in Los Angeles passiert ist und sich noch einmal vor die Kamera stellen, insbesondere dann, wenn ihr Co-Star kein anderer als ihr Ex Orlando Crandon ist. Nur einen Tag später, am 12. Januar, erscheint ein Buch, auf das ich mich schon ganz arg freue, weil Band 1 wirklich ein Highlight für mich war oder die Reihe ein Highlight für mich ist oder war, je nachdem, wie man es betrachten möchte.
Und jetzt erscheint der dritte Band der Reihe im DTV-Verlag. Still Searching for You heißt er. Und es geht in diesem Band um ein weiteres Pflegegeschwisterkind quasi. Die Reihe handelt ja von einer Reihe Pflegegeschwister. In jedem Band ist bisher ein Geschwisterkind behandelt worden. Und hier geht es jetzt um den Bruder Ryan, den wir auch schon in den ersten beiden Bänden kennengelernt haben. Nach einem Wasserschaden in seiner Wohnung braucht Ryan schnell eine neue Bleibe und kommt in einer Ferienhütte des neu eröffneten B&Bs seiner Schwester Amber unter. Gleichzeitig hat Ambers Geschäftspartnerin diese Hütte an ihre Cousine Kate vergeben. Aus Mangel an Alternativen teilen Ryan und Kate sich die Hütte und kommen sich schnell näher. Doch als er herausfindet, dass Kate die Tochter seines größten Konkurrenten ist, glaubt er, sie wäre nur mit ihm zusammengezogen, um ihn auszuspionieren. Zwischen Anziehungskraft und Misstrauen hat diese Liebe eine Chance. Erinnert mich so ein bisschen an Where the Clouds Move Faster, mit diesem zusammen in eine Hütte gesperrt sein. Bin gespannt, wie Valentina Fast es umgesetzt hat. Switchen wir jetzt mal in den Fantasy-Bereich. Da erscheint nämlich eine neue Urban-Fantasy-Geschichte von Leigh Bardugo. Das heißt nämlich Wer die Hölle kennt, wisst ihr, was ich meine? Das erscheint am 13. Januar bei Knauer. Ich habe hier auf dem Handy alles gescreenshottet, wie immer, damit ich euch darüber informieren kann, was ich hier so recherchiert habe. Ganz oft, wenn ich im Vorfeld schon diese Listen erstelle, was wann erscheint, ist es mir schon passiert, dass die Bücher tatsächlich spontan verschoben wurden. Deshalb habe ich heute Morgen nochmal alle Daten gecheckt und musste tatsächlich auch zwei Bücher aus der Liste rauslöschen, die ja einen verspäteten Release bekommen haben, die beide erst im April erscheinen werden, was ich gerade bei dem einen sehr, sehr traurig finde. Aber darum soll es jetzt auch wieder nicht gehen. Ich komme wieder von Arschbacken auf Kuchenbacken. Es ist ein Träumchen mit mir. Ja, um was geht es in Wer die Hölle kennt? Seit Jahrhunderten ziehen acht mächtige studentische Verbindungen der Elite-Universität Yale die Fäden hinter Politik und Wirtschaft. Das neunte Haus jedoch überwacht die Einhaltung der Regeln. Denn die Macht der Verbindungen beruht auf uralter dunkler Magie. Zwar ist es Geisterseherin Alex Stern gelungen, im Auftrag des neunten Hauses eine Verschwörung auf dem Campus aufzuklären, doch dabei wurde ihr Mentor Daniel Arlington entführt. Obwohl Alex Gefühle für Daniel in zwei sehr unterschiedlichen Richtungen tendieren, unternimmt sie alles, um ihn zu retten, auch wenn sie dafür buchstäblich durch die Hölle gehen muss. Eine Woche später, am 20. Januar, erscheint das neue Buch von Ellie Hazelwood. Und ich habe es mir jetzt einfach mal auf die Liste gesetzt, weil ich von ihr noch nichts gelesen habe, aber schon sehr viel Positives gehört habe. Ganz viele Bookstagram-Mädels, auf deren Meinung ich Wert lege, haben gesagt, dass ihr Schreibstil mir auf jeden Fall gefallen wird. Und deshalb werde ich das jetzt auch testen. Auch in diesem Buch geht es wieder um eine Naturwissenschaftlerin. Hier heißt es nämlich, die Naturwissenschaftlerinnen Mara, Sadie und Hannah sind es gewohnt, sich in männlichen Domänen zu behaupten. Und sie wissen, in der Wissenschaft, wie in der Liebe, sind es die Gegensätze, die die heftigsten Reaktionen hervorrufen. Obwohl sie also vernünftig genug sein sollten, ihren Erzfeinden aus dem Weg zu gehen, findet sich Mara mit dem Mitbewohner aus der Hölle unter einem Dach. Und während Sadie ihrem fiesen Ex ungewollt nahe kommt, ist Hannah in einer existenziellen Notlage auf ihren niederträchtigen Kollegen angewiesen. Schon bald geraten alle drei in Gefahr, sich die Finger an ihren nervtötend heißen Gegenspielern zu verbrennen. Das Buch beinhaltet also quasi drei Kurzgeschichten, zu jeder der Freundinnen eine. Und hier steht auch noch mit exklusivem Bonusmaterial und dem schönsten Gruppen-Happy End ever. Am 24. Januar erscheint bei Mira Taschenbuch das neue Buch von Samantha Young, das da heißt With All My Heart. Ich habe persönlich noch nichts von ihr gelesen und habe es tatsächlich auch nur auf diese Liste gesetzt, weil es wie ein schönes New Adult Buch aussieht. Es war tatsächlich eine Coverwahl, aber bei meinen Recherchen habe ich gelesen, dass es ein Buch mit sehr, sehr vielen Plot-Twists sein wird. Und das hat mich dann schlussendlich doch noch mehr überzeugt, weil ich ja ein großer Fan davon bin, dass Geschichten auf einmal Wendungen beinhalten, die keiner hätte kommen sehen.
Also bei vielen Büchern ist es ja echt so, dass du weißt, okay, das geht nach Schema F, das und das und das passiert und es passiert dann auch so. Aber wenn im Vorfeld schon gesagt wird, da gibt es sehr viele Twists und Handlungsstränge, die man nicht kommen sieht, dann hat man mich damit eigentlich immer an der Angel. Bereits als Teenagerin verliert Jane ihr Herz an Jamie McKenna. Bei ihm fühlt sie sich sicher und geborgen. Doch Jamie kämpft gegen seine Sehnsucht an, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem er seine Gefühle gestehen darf. Aber eine Tragödie zerstört nicht nur die McKenna-Familie, sondern lässt Janes gesamte Welt einstürzen. Das Einzige, was ihr und Jamie bleibt, ist ihre Liebe, die sie alles überstehen lässt. Ein Irrtum, wie Jane leidvoll erfahren muss. Jahre später begegnen sich die beiden wieder, aber der Jamie, in den sie sich verliebt hat, scheint für immer verschwunden. Er will sich an den Menschen, die ihm alles genommen haben, rächen. Und auch sie steht auf seiner Liste. Da Jane Gerechtigkeit für die Vergangenheit möchte, muss sie mit ihm zusammenarbeiten. Einen Tag später, am 25. Januar, erscheint ein Buch, das ich euch schon sehr, sehr oft in die Kamera gehalten habe. Und es ist auch mal wieder eine Special Edition. Ich habe euch ja letztens schon von dem neuen oder von der Neuauflage der Berühre mich nicht Reihe von Laura Kneidel erzählt. Und dazu wird es jetzt eine Graphic Novel geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die umgesetzt wird. Ich werde da jetzt auch nicht mehr groß drum herumreden. Ich werde euch nur noch den Klappentext vorlesen. Ich denke, zu der Reihe habe ich euch schon genug die Ohren blutig gequatscht. Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in der Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechend grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt das ihr Herz gefährlich schneller schlagen. Wieder einen Tag später, am 26. Januar, erscheint bei Piper der zweite Band der Emerald Witch-Reihe von Laura Labas. Ich habe den ersten Band ja auf der MagicCon gekauft und von ihr signieren lassen. Das war auch ganz gut so, weil ich auf der Buchmesse einfach keine Zeit dafür gefunden hätte. Sie ist einfach ein super sympathischer Mensch und deshalb musste dieses Buch auch mit in die Liste, obwohl ich Band 1 tatsächlich immer noch nicht gelesen habe. Und auch hier wieder, Achtung, Spoiler zu Band 1. Ich spoilere mich jetzt quasi auch ein bisschen selbst, aber ich habe den Klappentext auch im Vorfeld schon gelesen. Die Hexen des Opalzirkels haben ein uraltes Monster aus seinem Gefängnis befreit, um die Stadt Seoul ihrer finsteren Macht zu unterwerfen. Während sich unzählige Hexen auf der Flucht befinden, begibt sich die junge Hannah aus dem Smaragdzirkel in Gefahr, um den Dämonen Bobby zur Rechenschaft zu ziehen, durch dessen Verrat sie ihre Magie verloren hat. Doch das Monster kommt ihr in die Quere und entführt sie. Von Feinden umgeben muss Hannah nicht nur einen Weg finden, sich zu befreien, sondern auch Bobby auf ihre Seite zu ziehen. Nur mit seiner Hilfe kann sie ihre Stadt vor dem Untergang bewahren. Wiederum einen Tag später, am 27. Januar, erscheint der dritte Band der Persephone und Hades-Reihe von Scarlett St. Clair, der da heißt Touch of Malice. Malice? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich würde euch da auch gerne den Klappentext zuvorlesen, aber der ist wirklich sehr, sehr nichtssagend. Da heißt es einfach nur, nichts scheint mehr sicher, außer dass der große Krieg um ihre Liebe für Hades und Persephone angebrochen ist. Von daher werde ich euch einfach ausnahmsweise den Klappentext zu Band 1 vorlesen, damit ihr auch wisst, um was es in dieser Reihe überhaupt geht. Für sein Reich würde er alles tun, doch für Persephone ist er sogar bereit, die Unterwelt aufzugeben. Persephone ist die Göttin des Frühlings, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium nach New Athens, Athens, es ist echt schwierig, da die richtigen Begriffe zu nennen, und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Aber auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie muss Leben in seinem Reich erschaffen oder sie verliert ihre Freiheit für immer. Dabei steht sogar noch weit mehr auf dem Spiel, denn Hades hat längst auch von ihrem Herzbesitz ergriffen. Wir bleiben gleich beim Lux Verlag und wir bleiben gleich am gleichen Tag. Lux bringt nämlich sage und schreibe 4 Bücher am 27. Januar raus. Das nächste wäre No Longer Lost von Merit Niemals. Von ihr habe ich tatsächlich auch noch gar kein Buch gelesen. Daher bin ich am Überlegen, ob ich eins davon auf meine 23 für 23 Liste setzen soll. Weil ich ja immer froh bin, wenn ich
mal ein paar neue Autorinnen oder Autoren kennenlerne. Hier handelt es sich tatsächlich auch um den zweiten Band, also fällt der für meine Liste schon mal flach. Aber ich könnte zum Beispiel Band 1 der Mulberry Mansion-Reihe auf meine Liste setzen. Das überlege ich mir tatsächlich, wenn aus einem Deal plötzlich mehr wird. Die Fördergelder für die Mulberry Mansion werden gekürzt. Jetzt ist es an der engagierten May, ihr Zuhause und ihren Mitbewohnern zu retten. Auch wenn es ihr widerstrebt, ausgerechnet Wesley Hastings, den Sohn der Vizekanzlerin der Universität, um Hilfe zu bitten. Die beiden sind im selben Psychologiekurs und May sieht in Wes nichts weiter als einen arroganten Jungen, der über den Campus stolziert, als würde er ihm gehören. Doch er willigt überraschend ein, bei seiner Mutter ein gutes Wort für die Villa einzulegen. Der Haken, May soll die Partnerin bei seinem Uni-Projekt werden. Je länger die beiden zusammenarbeiten, desto mehr wird May bewusst, dass sie Wes völlig falsch eingeschätzt hat. Das dritte Buch, das an diesem Tag im Hause Lux erscheint, ist von unserer lieben Ava Reed. Und da warten wir auch schon sehr, sehr lange drauf, denn eigentlich sollte das Buch schon 2022 erscheinen. Aber aus privaten Gründen hat Ava das quasi etwas verschoben, nennen wir es mal so. Es ist nämlich der zweite Band der Whitestone Hospital Reihe, der da heißt Drowning Souls. Sind auch vorne zwei Lungenflügel drauf, also gehe ich davon aus, dass es auch um diese Thematik geht. Der erste hatte ja so ein Herz drauf und da ging es auch um die Kardiologie und der zweite hat jetzt Lungenflügel drauf. Ich bin gespannt. Nur mit größter Anstrengung hat Sierra Harris ihr Medizinstudium beendet. Umso mehr will sie nun als Assistenzärztin am Whitestone Hospital beweisen, dass sie mehr kann, als ihr Prüfungsergebnis sagt. Sie konzentriert sich voll auf den Job und erlaubt sich keine Ablenkung, wäre da nun nicht ihr Kollege Mitch Rivera. Er ist eigensinnig, attraktiv, witzig und er will wie sie der Beste sein. Aber Sierra wird nicht zulassen, dass er ihre Pläne durchkreuzt. Mitch wird ihr nicht die Show stehlen und erst recht nicht ihr Herz. Und das letzte Buch, das im Hause Lux erscheint an diesem Tag, ist von Julie Johnson, We Don't Lie Anymore. Das ist eine Dialogie und das ist quasi dann auch das Finale der Reihe. Ich habe Band 1 tatsächlich noch nicht gelesen, aber es liegt schon super lang auf meiner Wunschliste. Und es wird echt 2023 mal Zeit, meine Wunschliste entweder aufzuräumen oder endlich mal die Bücher zu kaufen, die ich mir schon so lange wünsche. Ich mache ja jeden Monat oder jeden zweiten Monat bei so einer Wichtelrunde mit und bin immer sehr froh, wenn die Leute dann auch ein Buch auswählen, das auf meiner Wunschliste steht und das auch schon lange auf meiner Wunschliste steht. Tatsächlich hatte letztens eine mir das Buch gekauft, das schon am längsten draufsteht. Also die hat bis ganz unten durchgescrollt und hat dann das Buch gekauft, das ganz unten war. Das fand ich dann sehr, sehr praktisch, weil, sind wir mal ehrlich, ich hätte es mir vermutlich selbst erstmal nicht gekauft, weil so viele neue Bücher rauskommen. Wie zum Beispiel auch dieses hier. Wenn dein Herz in 1000 Scherben liegt. Ein Jahr ist vergangen, seit Josephine Valentine ihren besten Freund Archer Race ihre wahren Gefühle offenbart hat. Ein Jahr, seit sie ihm gesagt hat, dass sie ihn liebt und er ihr eiskalt das Herz gebrochen hat. Josephine konnte nicht ahnen, dass er sie so zerstören würde oder dass Archer sie nur belügt, um sie zu retten, selbst wenn er damit auch sein eigenes Herz in 1000 Scherben schlägt. Das klingt einfach so schön emotional. Switchen wir jetzt von Lux zu Ravensburger. Da erscheint nämlich auch am 30.01. das neue Buch von Anne Lück, Silver and Poison. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe Anne Lück nämlich jetzt im Ravensburger Adventskalender kennengelernt und fand ihre Geschichte, also diese Kurzgeschichte, sehr, sehr schön, ihren Schreibstil sehr angenehm. Und deshalb habe ich auch ganz spontan heute Morgen noch dieses Buch auf die Liste gesetzt. Und der Klappentext hat mich natürlich auch überzeugt, weil es eine Cop, also eine Polizeithematik hat. Und das habe ich schon so lange nicht mehr gelesen und habe jetzt richtig Lust auf diese Geschichte. Dass die Cops auf sie aufmerksam werden, ist das Letzte, was Avery gebrauchen kann. Schließlich muss die Barkeeperin nicht nur ihre Poisonergabe verbergen, mit der sie magische Drinks herstellt und Menschen beeinflusst, sie steht auch in der Schuld einer gefährlichen Gang. Doch als in New York immer mehr rätselhafte Morde geschehen, nimmt ein junger Detective Avery ins Visier. Ausgerechnet Hayes, dessen Nähe sie völlig aus dem Konzept bringt und der mit seinen grünen Augen in ihr Innerstes zu blicken scheint. Schon bald müssen die Giftmischerin und der Cop zusammenarbeiten, denn in der magischen Gemeinschaft geht etwas Dunkles vor sich und Averys Gabe beginnt sich zu verändern. Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Büchern auf meiner Liste, die beide im KISS Verlag erscheinen werden. Ich habe auch schon beide beim Verlag angefragt und kann sie quasi auf meine Leseliste im
Februar setzen. Im Januar werden sie wohl nicht mehr lesbar sein, wenn sie erst am letzten Tag des Monats erscheinen, beziehungsweise sie erscheinen am 31. Januar. Das ist zum einen Gewitterleuchten von Anja Oma und da freue ich mich schon so enorm drauf, weil Band 1 und 2 richtige Highlights für mich waren. Es geht ja um drei Mädels, drei beste Freundinnen, nenne ich es jetzt mal, und jeder hat so ihre eigene Geschichte, die sehr, sehr ergreifend ist. Ich finde, Anja Oma schreibt super emotionale Geschichten und gerade in Band 2 hat sie auch sehr viel Persönliches mitverarbeitet. Und jetzt in Band 3 geht es um eine Enemies to Lovers Geschichte, was ich ja absolut liebe. Es gibt nichts Schöneres für mich wie eine Enemies to Lovers Geschichte, weil da einfach die Entwicklung der Charaktere so stark zu sehen ist. Und hier geht es um unsere Protagonistin Leo, die ich in Band 1 und 2 auch schon total toll fand. Ausgerechnet Leo, wieso muss es ausgerechnet sie sein, die ihm im Krankenhaus beisteht, nachdem sein Vater einen Unfall hatte? Und wieso fühlt es sich so gut an, von ihr gehalten zu werden, wo Aaron sie doch seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich stößt? Ausgerechnet jetzt, wieso muss Aaron ausgerechnet jetzt anfangen, nett zu sein, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater eh schon Risse bekommen hat? Denn wenn Aaron diesmal wieder in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte er ihr endgültig das Herz brechen. Es ist leider auch der letzte Band der Reihe. Ich hätte echt noch viel, viel mehr Geschichten von den dreien lesen wollen. Und last but not least erscheint auch der letzte Band von Olivia Dates Reihe. Ich weiß nicht, ob sie God of the Gates Reihe heißt oder ob sie irgendwie anders heißt. Ich bin mir gerade komplett unsicher. Aber ihr wisst vermutlich, welche ich meine. Der dritte Band heißt The Love We Feel. Wer meine Videos verfolgt hat, weiß, dass ich Band 1 und 2 nicht ganz so gefeiert habe. Ich fand die Protagonistin aus Band 1 ganz furchtbar. Die hatte so ein, du hast jetzt was Gemeines zu mir gesagt und ich bin so verletzt. Aber sie haut ständig irgendwelche verletzenden Dinge raus und sowas. Ja, wenn man so wenig selbst reflektieren kann, finde ich das auch im privaten Umfeld sowieso schon ganz furchtbar. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass mich der dritte Band überzeugen kann. Also Band 2 fand ich nämlich auch schon weniger schlimm. Und ich hoffe einfach, dass es in Band 3 das Ruder, oder dass Band 3 jetzt das Ruder rumreißen kann. Die ganze Reihe beinhaltet übrigens auch das Thema Plus Size, was ich an und für sich sehr, sehr gut finde. Es hapert halt so ein bisschen an der Umsetzung. Als die schwedische Schauspielerin Maria für ein Casting nach Los Angeles kommt, trifft sie in ihrem Hotel auf einen verführerischen Mann, mit dem sie spontan die Nacht verbringt. Es ist eine perfekte Nacht und trotzdem schleicht sich Maria am nächsten Morgen davon. Sie will ihr Herz schützen, denn eine Fernbeziehung von fast 9000 Kilometern hätte eh keine Chance. Doch beim Casting für eine Rolle als Wikingerin in der Erfolgsserie God of the Gates erlebt sie eine böse Überraschung. Ihr One-Night-Stand Peter spricht als ihr Co-Star vor und er schäumt vor Wut, dass sie ohne ein Wort verschwunden ist. Aber das ist kein Problem, denn wie wahrscheinlich ist es, dass sie beide den Part bekommen und die nächsten 6 Jahre zusammen auf einer winzigen irischen Insel drehen müssen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich euch aus dem Januar präsentieren wollte. Natürlich erscheinen noch viel, viel mehr, aber das würde dann natürlich wirklich das Video sprengen. Ihr dürft mir jetzt natürlich gern in den Kommentaren verraten, auf welche Bücher davon ihr euch am allermeisten freut oder ob vielleicht doch noch ein anderes Buch erscheint, auf das ihr euch richtig, richtig doll freut. Dann war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!